Je mehr Internet, desto lieber sind uns wieder die Comics. Sie sind längst auf dem Weg zur salonfähigen Literatur. Und woher kommt diese neue Liebe zur Bildgeschichte mit so einer Sprache zwischen Krawum und Trara und Hoho? Genau darüber rede ich gleich mit dem Koblenzer Kunstprofessor Dietrich Grünewald. Er ist auch Vorsitzender der Gesellschaft für Comicforschung. Comics also eine richtig schöne Welt für sich. Diese Kandidaten hier kennt wohl jeder. Donald, der Pechvogel. Oder Asterix, der Gallier. Doch die Welt der Comics ist noch viel bunter. Zeichenkünstler erfanden Geschichten für jeden Geschmack. Eine Neuauflage des Rotkäppchens stammt zum Beispiel aus den 90er Jahren. Oder diese Geschichte über Heimerziehung aus den 30ern. Ein Comic mit Sozialkritik. Dabei wurden Comics noch in den 50er Jahren verbrannt und als Schundhefte verspottet. Es hieß, wer Comics liest, wird Analphabet und kriminell sowieso. Dabei sind Comics immer Spiegel des Zeitgeistes, zeigen Moden, Trends und regionale Vorlieben. Zum Beispiel Karl der Spätlesereiter pichelt gerne einen und hat es sogar jenseits des Rheins zur Kultfigur geschafft. Comics, viel mehr als bunte Bildchen, Comics sind eine Wissenschaft für sich. Professor Dietrich Grünewald kann das nur unterschreiben, was wir gerade gehört haben. Schönen guten Abend. Ja. Woher kommt Ihre ganz persönliche Begeisterung und Liebe für Comics? Die fing eigentlich schon an, als ich Kind war. Ich hatte das große Glück, liberale Eltern zu haben, die mir erlaubt haben, Comics zu lesen. Damals kam die Mickey Mouse heraus, Anfang der 50er Jahre, Fix und Foxy. Ich habe im Schrank meiner Eltern natürlich Wilhelm Busch entdeckt und gelesen, Tobias Knopp. Als Kind kaum verstanden, aber die Begeisterung wuchs und wuchs. Das heißt, Sie, das Wort Comic setzten Sie viel früher an, eigentlich schon längst vor diesen 50er Jahren, wo wir von Schundliteratur gehört haben. Wilhelm Busch, sagen Sie, Struwwelpeter, all das ist für Sie auch Comic, Bildgeschichte, wie sagen Sie? Ich rede gerne von der Bildgeschichte und verstehe unter Bildgeschichte, sagen wir mal, so eine Art Überbegriff. Ja, es gibt unzählige Formen, je nachdem, was für ein Künstler sich der Sache widmet. Und es kommt einfach darauf an, dass man unter Bildgeschichte eine Erzählung in einer Bildfolge versteht. Autonom, keine Illustration, sondern autonom. Und es ist tatsächlich so, während in den 50er Jahren im Schund- und Schmutzkampf man sagte, ach, wir werden da von fremder Kultur überschüttet. Ja, und wir haben unsere Tradition, die tatsächlich in Deutschland ist, ein wenig vergessen. Sie liegt zum Teil hier, in kleiner Form, die Tradition. Das ist so ein, Sie haben es, es ist Ihres. Das ist aus dem 19. Jahrhundert, ein Comic. Der ist von 1900. Ja. Ich glaube, ich halte es mal, haben die Kamera rein, nicht mich, den Comic. Ja. Da ist er. Also das ist von Karl Seibel, das ist ein Düsseldorfer Künstler, der 1884 eine Trilogie herausgegeben hat, die er Mumienbücher genannt hat. Deswegen sieht das so uralt aus. Bewusst gemacht, damals bewusst schon auf alt getrimmt. Und das ist eine wunderbare parodistische Bildgeschichte, die im alten Ägypten spielt. Also Comic, aber alles andere als Schund, nur um es mal zu sagen. Haben Sie denn diese 50er Jahre Verbrennungen, ich meine Bücherverbrennungen in Deutschland sowieso, absolutes Tabu, wie ich finde, Bücher verbrennen überhaupt. Haben Sie das noch miterlebt? Ich habe es miterlebt selbst. Man muss sich mal vorstellen, die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten waren gerade ein paar Jahre rum. Und dann hat man hierzulande Comic generell unter den Schund- und Schmutzverdacht gestellt. Es hieß damals so schön, wer Comics liest, wird Analphabet. Und wer Comics liest, wird zwangsläufig kriminell. Also ja, machen Sie mal ein Plädoyer für Comic. Absolut muss man ein Plädoyer für Comics machen. Erstens mal, ich glaube, ich bin ein Beispiel dafür. Ich bin weder Analphabet geworden noch kriminell. Sondern Comics oder Bildgeschichte sind eine eigenständige Kunst. Genauso wie Textliteratur, wie Theater, wie Film. Und die Fülle der Themen und aber auch die Art der Erzählweise, die Ästhetik, ist gewissermaßen unerschöpflich, ungeheuer groß. Eine der ältesten deutschsprachigen Bildgeschichten, Bildromane, die ich gefunden habe, stammen aus dem Jahr 1230. Ja, da wird der Aeneas erzählt. Also es gibt eine Fülle von Beispielen im 19. Jahrhundert, aber auch heutzutage. Ich wollte gerade sagen, heutzutage sagen Sie, durch diese Welt des Internets, durch dieses immer globalere, da werden sogar die Comics immer wieder und noch beliebter, als sie ohnehin schon sind. Woran liegt das? Also einmal der sogenannte Iconic Turn, wie das so schön heißt, hat ja deutlich gemacht in den letzten Jahren, dass Bilder
einfach vertrauter für uns sind. Ich glaube, wir kommen ohne Bilder heute nicht mehr aus. Bilder können ganz leicht heute einmal produziert werden, reproduziert werden und für alle vervielfältigt werden. Das hat unseren Blick für die Wichtigkeit für Bilder geschärft. Also so diese Konkurrenz, das, die Sprache ist das Gute, das Bild ist das Schlechte. Ich glaube, das können wir mal vergessen. Beides ist gleich wichtig, beides ist gleich bedeutend. Und ich glaube, das hat ein wenig den Blick dafür geschärft, was für eine ungeheure Kraft in Bildgeschichten drinsteckt. Ja. Denn Bildgeschichten muss ich ja gewissermaßen lesen und betrachten. Ja, und ich bin bei Bildgeschichten so etwas wie ein aktiver Leser, ein aktiver Rezipient, denn die Bildgeschichten sind starr, die Figuren bewegen sich nicht. Ich muss gewissermaßen einen Film im Kopf selber entwickeln, ich muss mir die Bilder anschauen, ich muss die Körpersprache deuten. Sie reden so begeistert von, ich muss das jetzt einfach noch wissen, was ist denn Ihr Lieblingscomic eigentlich? Wenn man begeistert von Comics ist, hat man keinen. Ja, es gibt so viele. Ich bin so unter lasse ich Sie nicht raus. Tim und, Tim und Struppi aufgewachsen. Aber nehmen wir nur mal ganz aktuell. Sie haben da Shaun Tan stehen. Das ist ein Australier, der einen wunderbaren Roman nur in Bildern, ohne Texten geschaffen hat, wo es darum geht, dass eben das Problem der Auswanderung zum Thema gemacht also, wird. Also ganz aktuell sind die Comics, sie werden immer beliebter. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Man kann lange darüber reden. Sie haben 7 Bücher geschrieben, mit herausgebracht. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Bis hier erstmal ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns.